RCT Radio Comedy, The Better Way of Blödsinn. Hey Moa, du alter Hartz-IV-Terrorist, was geht denn? Hey Lenny, du alte Kauleiste. Hast mal was von Werner gehört? Ich meine, du als Fastenmutter von ihm müsstest ja eigentlich mal Neuigkeiten über sein Befinden haben. Nee, ich weiß noch absolut gar nichts. Der Arzt hat gesagt, der ruft an, wenn sich sein Zustand irgendwie verbessert oder verschlechtert. Mann, und das alles nur, weil du die Organe verticken wolltest. War es das wirklich wert? Du willst eine ehrliche Antwort haben? Nee, das war es echt nicht wert. Ich dachte echt schon, du hast ja kein Gewissen. Aber du bist, wie ich es feststellen muss, ein echter Freund. Na, Werners Freund bin ich nicht, aber du, ey, der sah echt so zermatscht aus und angefahren. Naja, du weißt, wie das ist. Und naja, da meinte der Arzt, der bringt komplett nicht mal mehr wie 100 Euro. Mensch, Mord, du bist der Hammer. Echt der Hammer. Aber meine ganz andere Frage, Lenny, was treibt denn dich hierher in die Schulstraße? Ich wollte zur Post. Ich muss einen Brief wegbringen. Und ja, da gehe ich immer hier lang, ne? Ach ja. Ist ja schon Juni. Willst also deinen neuen Bewilligungsbescheid per Post verschicken? Nein, ich will einen Brief an den Arbeitsminister schicken und mich beschweren. Oha, der Lenny will sich beschweren. Und das musst du mir jetzt aber mal unbedingt erklären. Eigentlich glaube ich nicht, dass dich das interessiert. Aber ich werde das Geheimnis lüften. Also, pass auf. Hey, da tue ich bereits seit 17 Jahren, mein Bester. Das verstehe ich jetzt nicht. Was willst du mir damit sagen? Na schau doch, die Jenny ist 17. Und wenn ich nicht aufpassen würde, hey, dann hätte ich jetzt schon mehr wie noch eine Tochter. Mordulus, das will doch keiner wissen. Ich meinte doch nur, du sollst mir zuhören, Mensch. Mensch, dein Verstand spricht Bände. Manchmal sogar ganze Lexika. Okay, ey, dann erzähl mal, was los ist. Hab letztens mal zufällig wieder Radio gehört und auf einmal sagt der Sprecher irgendwas von My Chemical Romance und da hab ich auch gedacht, naja, das kann ja wohl nicht sein. Ja, und was ist da jetzt so schlimm dran? Ich meine, ey, mal anders gesagt, was hast du denn, oder was hat der Arbeitsminister damit zu tun? Ja, guck mal, die Arbeitslosenzahlen steigen und steigen und die wollen jetzt vollmechanische Rumänen hier arbeiten lassen. Dagegen muss man was unternehmen. Und wenn die dazu noch Chemikanten sind, da ist ein Terroranschlag doch vorprogrammiert. Da spiele ich nicht mit. Gerade du als Taliban-Hasser müsstest das da wissen. Boah, Lenny, du bist eine Birne. My Chemical Romance ist eine Band aus New Jersey. Die singen und werden andauernd im Radio gespielt, ey. Langsam, Mord. Du meinst wirklich, ich mache mir hier wegen so einer Band aus New Jersey Kürre? Und nicht wegen ein paar ausländischen Billigjobbern? So sieht das aus, mein Mister. Aber Lenny, hey, oft versteht man etwas falsch und das ist doch kein Beinbruch. Das passiert sogar mir. Ah, da müsste ich dann mal Werner fragen. Der hat ja zurzeit beide Beine in Gips. Ich wollte dir damit ja nur ein Beispiel sozusagen geben, wie schnell man sich was falsch merken kann oder was falsch mitbekommt. Das ist mir letztens auch passiert. Caro fragte, ob ich nicht Lust hätte auf den Da Vinci Code, um mir den anzusehen. Naja, und bei Caro als Studentin, da war ich eigentlich auf einiges gefasst. Erzähl weiter. Jetzt hast du mich neugierig gemacht. Was hast du gemacht? Naja, ich hab gesagt, dass ich die ganze Woche arbeitslos bin, am Wochenende mal Zeit für mich brauche. Und außerdem will ich meine wertvolle Zeit nicht damit verbringen, ihr im Labor beim Ansehen von Scheiße von alten Männern anzusehen und zu helfen. Geschweige denn, sie dann noch zu untersuchen oder Schlimmeres. Mensch, Mord, bei Studenten muss doch alles gefasst sein. Ja, nur konnte ich doch nicht wissen, dass sie den Film meinte, ey. Den mit Tom Hanks, der gerade im Jugendzentrum in der Teestube gezeigt werden sollte. Mann, Lenny, daher mein Tipp, wer zuhören kann, ist klar im Vorteil. Wenn ich will, kann ich zuhören, auch wenn mein Gedächtnis oft etwas vergisst. So sind meine Ohren noch ganz gut. Mord, sag was, ich beweise es dir. Hey Lenny, du bist eine Marke. Na gut, ey, hör zu. Komm, wir gehen gleich in die Schenke, da ist heute Jägermeister Flatrate. Lass mal los. Ganz genau.